Es gibt Aussagen, die sehr schnell altern und einer dieser Aussagen lautete vor gut einem Monat, wir haben ein Gasproblem, aber kein Stromproblem. Wer hat es gesagt? Unser Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Nein, Herr Habeck, wir haben auch ein massives Stromproblem und damit hat die deutsche Wirtschaft ein massives Problem. Und da zeichnet sich irgendwie keine Entspannung ab in dieser immer weiter eskalierenden Energiekrise. Täglich neue Allzeithochs beim Strompreis, neue Allzeithochs auf Schlusskursbasis zumindest beim Gaspreis. Wie soll das die deutsche Wirtschaft, wie sollen das deutsche Firmen, wie sollen das auch deutsche Konsumenten angesichts dieser Belastungen auf Dauer überstehen? Diese Frage muss man sich stellen und dann ist eben die Frage, ob ich ideologisch weiter vorgehe und sage, naja, ich könnte ja zum Beispiel eine Technologie wie die Atomkraft, da haben wir ja noch 3 Atomkraftmeiler und 3, die wir stillgelegt haben, aber laut TÜV-Angaben wieder reaktivieren könnten, die könnte ich wieder an den Start bringen, damit würde ich das Grundproblem nicht lösen, darum geht es nicht, aber ich würde die eskalierende Energiekrise ein bisschen lindern, würde ein bisschen Erleichterung verschaffen, aber stattdessen läuft es offenkundig darauf hinaus, dass die Bundesregierung unter Ägide der Grünen sagen wird, nein, nein, wir haben doch kein Stromproblem, wir haben ein Gasproblem, also schalten wir auch mal die Atomkraftwerke ab und das dürfte sich dann weiter rächen. Fakt ist, wir haben aktuell ein Gasproblem, kein Stromproblem. Mitte Juli hat Habeck das gesagt. In Zusammenhang mit der Frage eben Atomkraftwerke verlängern, ja, nein, da hat er dann schon praktisch gezeigt, dass er das eigentlich nicht will, als er sagte, wir haben kein Stromproblem und nun ist er Robert Habeck, der beliebteste Spitzenpolitiker in Deutschland, derzeit vor Frau Baerbock. Und ja, es ist auch so, dass der natürlich extrem kommunikativ ist, extrem sympathisch rüberkommt, sehr nahbar scheint, sehr, wie soll man sagen, wirklich seine Botschaften in einfachen und klaren Worten an die Bevölkerung bringt. Das ist völlig anders als in Zeiten noch etwa von Helmut Kohl, als diese Biedermänner der Wiederaufbaugeneration am Ruder waren und irgendwie damals mich als Jugendlichen und jungen Mann echt genervt haben. Das ist jetzt sicherlich im Auftreten anders, aber die Frage ist, ob Robert Habeck Deutschland und uns damit einen Gefallen tut, wenn er so ideologisch agiert, wie er das tut. Hier sehen wir übrigens auch Cem Özdemir, sehr, sehr beliebt. Und das, obwohl der gerade der Landwirtschaft richtige Sorgen bereitet. Anderes Thema. Jedenfalls Strompreise, kommen wir darauf zurück. Neues Allzeithoch in Frankreich, 870 Euro pro Megawattstunde, 725 Euro in Deutschland pro Megawattstunde. Das ist im Vergleich zu den Jahren 2010 bis 2020, da waren wir durchschnittlich bei 41 Euro. Also in Frankreich hat sich das mehr als verzwanzigfacht, in Deutschland mehr als verfünfzehnfacht. Und wie das Ganze auf Dauer funktionieren soll, weiß ich nicht. Jedenfalls sind wir Zeitzeugen einer Zeitenwende, wie ich heute in einem Artikel dargestellt habe, dass wir diese alten schönen Zeiten wiederbekommen, in der Energie günstig war, in der alles zu jeder Zeit schnell und irgendwie easy verfügbar war, die sind vorbei. Clemens Fuest weist darauf hin, dass wir wohl doch ein Stromproblem haben und weist auch darauf hin, wo sind denn diejenigen, die behauptet haben, wir hätten kein Stromproblem, die müssen sich jetzt ein bisschen verstecken. Warum? Weil dieser Strompreis, den wir derzeit in Deutschland haben, einem Ölpreis von 1200 Dollar entspräche. Erinnern wir uns an die 1970er Jahre, da ja der massiv gestiegene Ölpreis damals eine Rezession ausgelöst, eine heftige Inflation ausgelöst, damals war es nur Öl. Jetzt haben wir vor allem eben Gas und Strom. Der Ölpreis ist ja relativ in Anführungszeichen niedrig im Vergleich dazu. Aber du kannst auf Dauer sozusagen mit einem Äquivalent von 1200 Dollar im Ölpreis nicht wirklich leben. Was bedeutet das für die Firmen hier? Entweder fahren die ihre Produktion runter, machen komplett zu, oder sie wandern ins Ausland ab. Immer mehr Firmen, etwa Helmer Materials, jetzt eine Firma, die wichtig für die Chipindustrie ist, die sagen, oh, wir machen hier in Deutschland zu, wir können uns diese Strompreise, diese Energiepreise nicht mehr leisten. Wir gehen jetzt mal nach Schweden und wir hören ja im Grunde jeden Tag, wie der Bloomberg-Experte, Energieexperte Javier Blas hier zeigt, von irgendwelchen Aluminiumhütten, die Produktion runterfahren, von Glasfabriken, Düngefabriken, Düngemittelfabriken,
Chemieunternehmen etc. etc. Das ist wirklich ein riesiges Thema und all das, weil wir sagen, ja, wir verzichten freiwillig mal auf eine Linderung, nämlich die Atomkraft, die auch ihre Probleme hat, gar keine Frage. Aber die Grünen sind Weltmeister darin, diese Probleme groß zu reden und ihre eigene CO2-Bilanz schön zu reden, denn was haben wir derzeit? Wir haben jetzt Kohlekraftwerke an den Start gebracht. Wir importieren aus fernen Ländern Flüssiggas, das per se schon mal extrem energieintensiv und damit klimaschädlich ist. Also die Politik, die natürlich teilweise auch seit der Energiewende von Merkel geerbt ist. Für vieles können auch die Grünen nichts, aber manches könnten sie jetzt vielleicht besser machen, aber jetzt ist unsere CO2-Bilanz wahrscheinlich so schlecht wie noch nie. Das ist leider die traurige Realität. All das natürlich belastet die deutsche Wirtschaft. Wir hatten heute den IFO-Index etwas weniger schlecht als befürchtet. Aber dennoch dürften wir in eine Rezession laufen. Das zumindest erwartet das IFO-Institut selbst. Das erwartet Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Wir erwarten für das zweite Halbjahr und das erste Quartal im nächsten Jahr mehr denn je eine Rezession, so heißt es. Und wenn diese Energiepreise, diese Strompreise, diese Gaspreise so weiter steigen, dann dürfte diese Rezession auch ein bisschen heftiger werden. KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, ja auch ein staatlicher Institution erwartet für 2023 eine Stagflation statt einer Rezession. Halte ich fast für optimistisch. In diesem Wort Stagflation steckt ja das Wort Stagnation, also praktisch kein Wachstum. Aber wenn diese Energiekosten weiter so hoch sind, dann werden wir nicht eine Stagnation erleben, sondern einen akuten Rückgang der Wirtschaft erleben. Das wird sich gar nicht vermeiden lassen. Werfen wir mal einen Blick auf das Gas. Da sind wir aktuell bei 315 Euro die Megawattstunde. Das ist in etwa ja, fast das Dreifache dessen, was wir noch im Juni hatten. Da waren wir mal so bei 85. Wir hatten ja mit dem Überfall der Russen auf die Ukraine so einen riesigen Spike nach oben, aber dann hat sich das schnell nach unten aufgelöst. Seit Juni und dann vor allem Juli steigt diese ganze Geschichte mit der Folge, dass die Industrie schon deutlich weniger Gas verbraucht. Wir haben jetzt im Juli diesen Jahres 21% weniger Gas verbraucht als in den Jahren 2018 bis 2021. Sparmaßnahmen, weil die Leute das natürlich nicht schultern können, auch die Firmen nicht. Auf der anderen Seite eben auch Produktionssenkungen, indem man zum Beispiel mit anderen Energieträgern arbeitet statt mit Gas oder schlichtweg komplett eben die Produktion runterfährt und damit auch weniger Gas verbraucht. Also das klingt schön, hat aber wahrscheinlich eine bittere Realität und auch sehr gasintensiv ist etwa die Düngemittelproduktion, die für die Landwirtschaft ja so extrem wichtig ist. Hier dürfte jetzt ein neuer massiver Anstieg folgen, wie Agrar heute schreibt, das maßgebliche Informationsmedium könnte man sagen für die Landwirtschaft. Da sagt Chris Lawson, ist es genauer gesagt, Leiter der Düngemittelabteilung des Analystenhauses CRU. Ich sehe nicht, wie irgendjemand weiterhin in Europa produzieren kann zu diesen Preisen. Das heißt, wir müssen Düngemittel importieren. Diese Düngemittel kommen aber aus Weißrussland, aus Russland vorzugsweise. Und damit haben wir dann das nächste Problem. Die Ernährungssicherheit ist nicht so sicher, wie uns das teilweise gesagt wird. Die Probleme häufen sich an. Ich habe heute mit der Kartenfeld nochmal telefoniert, der Landwirt ist und mir davon hat ein Lied singen können. Hier unten sehen wir die Preise eben für die Düngemittel. Jetzt ist es so, dass in Deutschland natürlich ein gewisses Sparvolumen aufgelaufen war im Gefolge der Corona-Krise. Die Leute sind nicht essen gegangen, haben also keine Urlaube gemacht, dadurch ist das Sparvolumen massiv nach oben gegangen. Aber das ist mehr oder weniger komplett abgefrühstückt jetzt und das bevor im Herbst das böse Erwachen kommt mit der Post von den Gasversorgern, den Stromversorgern. Das kommt ja alles noch auf uns zu. Das ist übrigens anders als in den USA, dazu gleich mehr. Jedenfalls gibt es ja jetzt diese Energiepauschale, die offenkundig jetzt bei der nächsten Abrechnung, dann bei der nächsten, wie nennt man das, wenn man angestellt ist, Gehaltsabrechnung, genau, wird das ja dann gut geschrieben, muss versteuert werden. Also in der Regel bleibt die Hälfte oder ein bisschen mehr dann übrig von 300 Euro pro Erwachsenem. Wenn man allerdings überschuldet ist, und das sind etwa 7 Millionen Menschen in Deutschland, dann kriegt man diese Energiepauschale wahrscheinlich nicht, denn dann wird die vom Staat gleich wieder eingezogen, weil man ja überschuldet ist. Also das wird viele Menschen sehr hart treffen. Hier ist das, was ich vorhin angedeutet habe, eben
eben das Sparvolumen in den USA auch runtergegangen, aber es ist noch etwas da. Die haben ja direkt Helikopterschecks bekommen, haben sich teilweise mit Aktienspekulationen auch die Taschen voll gemacht. Aber sei es drum, was macht jetzt unsere großartige EZB in dieser Situation, die komplett die Inflation ja negiert und verschlafen hat? Jetzt ist heute das EZB-Protokoll veröffentlicht worden, aus dem hervorgeht, dass manche nur 25 Basispunkte Erhöhung wollten bei der letzten Sitzung, also dass die Zinsen nur um 0,25 statt um 0,5 steigen. Man sieht, dass hier eben jetzt die Inflationsrisiken gestiegen sind. Also da haben wir geniale Wissenschaftler innerhalb der EZB. Frau Lagarde hat heute Morgen in einem Interview, oder das heute Morgen veröffentlicht wurde, ja gesagt, dass die Projektionsmodelle, also die Prognosemodelle, da hätten sie sich ein bisschen zu stark drauf verlassen. Die haben alle nichts getaugt, auf Deutsch gesagt. Das war Bullshit von Anfang an. Ein wirklicher Vollidiot wie ich habe das schon sehr frühzeitig erkennen können und auch in den Videos gelegentlich gesagt. Jedenfalls ist die EZB natürlich jetzt in einer desperaten Situation. Die Wirtschaft wird in eine Rezession fallen. Auf der anderen Seite schießt die Inflation nach oben. Was tun? Nichts tun würde bedeuten, die Inflationserwartungen weiter nach oben zu bringen. Ja, schwierige Situation. Jetzt ist leider die Situation eben die, dass wir durch die derzeitige politische Ausrichtung tendenziell die Leistungsfähigkeit Deutschlands untergraben, indem es eben vor allem für die deutsche Wirtschaft immer schwieriger wird, in irgendeiner Form auf dem Weltmarkt zu bestehen, wie Daniel Stelter hier zeigt. Wenn Deutschland aber nicht mehr leistungsfähig ist, ist der Euro wohl am Ende. Derzeit gibt es ja eine Übertragung unseres Wohlstands an die angeblich schwächeren Länder der Eurozone wie Italien. Nur sind die unteren 80% der Italiener reicher als die unteren 80% der Deutschen. Nur die obersten 20% der Deutschen sind reicher als die obersten 20% der Italiener. Also haben wir hier praktisch eine Umverteilung des Wohlstands und das in einer Situation, wo wir uns vielleicht ein bisschen mehr um uns selber kümmern müssen, wenn wir aus dieser ganzen Geschichte irgendwie heil rauskommen wollen. Aber nochmal zurück zur EZB. Hier sehen wir die Projektionen der Futures oder die Einpreisungen der Futures. Und da sehen wir, dass bei der Fed und auch bei der Bank of England die Zinsen irgendwann vielleicht senken oder gesenkt werden müssen oder eben dann stabil bleiben ab einem gewissen Niveau. Nur bei der EZB geben die Märkte davon aus, dass sie die Zinsen weiter anheben muss, weil die Märkte nicht doof sind und eben auch sehen, was mit den Energiepreisen passiert. Kommen wir nochmal kurz in die USA. Fed, morgen ja die Rede in Jackson Hole, da heute Esther George, die Fed-Chefin der Kansas Fed, die gesagt hat, ja, wenn es sein muss, heben wir halt die Zinsen auch über 4% an. Wir haben dann haben mit Harker ein weiteres Fed-Mitglied, das direkt da in Jackson Hole, heute fängt ja die Konferenz an, da interviewt wurde und der gesagt, ja, er hat im Frühherbst das erste Mal davon gehört, dass die Inflation not transitory ist. Das ist lustig, aber Tenor der beiden ist insgesamt, wir wollen die Daten abwarten, da kommen noch Inflationsdaten, kommen Arbeitsmarktdaten vor der nächsten Fed-Sitzung. Also das ist nicht entschieden und für Paul wird es morgen schwierig, hier eine Message zu geben. Bostic hat heute wörtlich gesagt, ja, ob jetzt 0,75 oder 0,5, da könnte man fast eine Münze werfen nach derzeitigem Stand. Die Angst und Sorge der Notenbanken ist jedenfalls, diese Inflation ist dauerhafter, als viele glauben, etwa weil die Produktion weiter zurückgeht, weil aufgrund der extrem hohen Energiepreise, vor allem in Europa, viele Firmen ihre Produktion runterfahren. Damit haben wir weniger Güterproduktion. Die Nachfrage sinkt nicht so schnell wie die Güterproduktion. Das gibt dann weiteren Inflationsdruck. Das ist die große Thematik, das große Problem. Wenn wir nochmal einen Satz zu den Märkten heute sagen, dann sehen wir, dass wir ja, als wir im Hoch waren beim S&P 500 vor, wann war es gut, einer Woche, glaube ich, 4.327,5 Punkte beim S&P 500, dass wir da zwei Standardabweichungen überhalb des 50-Tages-Durchschnitts waren. Jetzt waren wir ein bisschen überverkauft, also nicht so fürchterlich erstaunlich, wenn wir mal eine Reaktion nach oben sehen. Noch zwei Kurzmeldungen. Putin will die Armee verstärken, sollen über 100.000 neue Soldaten angeheuert werden. Kein so richtig gutes Zeichen, man kommt also scheinbar nicht so richtig voran. Es werden jetzt US-Abgeordnete Taiwan besuchen
Und die Demokraten sind im Aufwind, Joe Biden und seine Partei im Aufwind, weil die Benzinpreise gefallen sind und weil viele Amerikaner nicht begeistert sind von diesen neuen Abtreibungsbeschlüssen des Supreme Courts. Das treibt den Demokraten, das aktiviert das Wählerpotenzial der Demokraten. Abschließend zwei Hinweise. Strompreis, neues Allzeithoch für Deutschland und Frankreich. Böses Erwachen, dieser Artikel von mir, den ich schon angesprochen hatte. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, warum der Gaspreis über 300 Euro steigt, da die Gründe dafür. Also zwei Empfehlungen. Ich sage Servus und Ciao.